Herzlich willkommen. Ein neuer Tag, ein neues Musik macht Mut Gespräch. Allerdings ein alter Bekannter, nämlich der Marco Aliata. Hallo Marco. Hallo Tim, schön da zu sein. Freut mich auch, dass du da bist. Hallo. Marco, wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit. Ich weiß auch so ein bisschen, was du alles machst. Du bist Profimusiker, Bassist, du bist Bandleader, du bist Produzent, du bist Toningenieur und heute möchtest du auch in diesem Bereich ein bisschen was zeigen. Du stehst vor einem Gebäude, wie man sieht. Erzähl doch Ja, mal, genau. was es damit auf sich hat. Wir befinden uns hier in Krefeld-Hüls. Das hinter mir ist mein Tonstudio, welches ich zusammen mit Martin Engelin betreibe. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine kleine Studioführung. Zeigt euch ein bisschen ein paar Einblicke in unseren Studioalltag. Und ja, genau. Dann setzen wir uns hin und reden erstmal. So machen wir das. Dann geht's auch schon los. Dann drehen wir mal die Kamera. Und hereinspaziert. So, jetzt machen wir mal die Tür zu. Bumm. Unser Eingangsbereich. Noch ganz, ja, Papier muss noch weggebracht werden. Hier wird gearbeitet. Jeden Tag sieht es anders aus. Unsere Maschinerie an Mikrofonen, Kabel, Ersatzteilen, Staubsauger, alles das, was man quasi braucht. Dann geht es auch schon direkt in den Aufnahmeraum. Man sieht schon, hier steht ein Wald aus Mikrofonen. Mach mal hinter mir die Tür auch wieder zu. So. Die Akustik in diesem Raum ist von Fritz Fey, dem Studio-Guru Deutschland. Ich wollte schon komponiert sagen. quasi berechnet und eingestellt worden, so dass es auch super klingt für gute Aufnahmen. Wir haben Sehr hier noch schön. zwei Standpaneele, die man benutzen kann, um ja die Ecken ein bisschen abzugrenzen, falls dann jemand steht und singt oder irgendeine Box abgegrenzt werden muss. Ja, hier tut sich auf jeden Fall immer irgendwas. Und genau, das ist unser Aufnahmeraum mit einem kleinen Guckfenster, damit man auch sieht, wer jetzt reinkommt und wer rausgeht. Und auch ein Guckfenster auf der anderen Seite, damit man sich auch sieht während der Aufnahme da auf der anderen Seite. Hier ist unser kleiner Buddha. Hallo. Alles in Buddha. Alles im Buddha. Und hier ist unser Aufnahmeraum, die Regie des Aufnahmeraums, unser Mackie-Pult, unser Preamp-Sektion. Ich habe mir auch einen neuen Preamp gegönnt. Der ist hier. Der wird auch bald. Opala, hier. Genau, hier. Der wird auch bald eingebaut. Genau. Und unsere Abhöre, worauf wir ganz stolz sind, eine Stereospurbandmaschine und eine 24-Spurbandmaschine, die auch funktionieren und bald wieder darauf aufgenommen werden kann. Ja, ein paar Instrumente liegen auch rum. Wunderbar. Und hier unser süßer kleiner Bereich der Küche. Sehr wichtig. Genau. Drehen wir das Ganze mal wieder. Genau, so sieht es quasi von hinten rechts aus. Zuck. Dann machen wir mal wieder zu. So. Und jetzt hänge ich dich mal ein in mein vorbereitetes Stativ. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Bringen wir bloß nicht weg. So. Ja, Wie sieht's super. hier? Klasse. Vielen Dank für die interessante virtuelle Studioführung. Sieht man auch nicht Ja. alle Tage. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge Setup gesehen. Und du bist natürlich jetzt im Studio auch nach wie vor. Auch jetzt in diesen Zeiten beschäftigt. Ein bisschen, paar Sachen haben sich allerdings doch geändert. Was sind denn jetzt zurzeit deine Hauptprojekte und wie sieht so dein typisches Studio-Setup denn dann aus? Also, ich für meinen Teil in diesem Studio habe die ganze Studioarbeit ausgeweitet und also den Kundenstamm erweitert um
quasi ja, Familien- und Junggesellenabschiede und Firmenfeiern, Coachings, also quasi Musik- oder Kunstleihen, wenn man das so sagen darf. Okay. Die kommen ins Studio und wollen dann zu einem schon bestehenden Song dann was aufnehmen. Ich mache dann mit ihnen so ein kleines Showprogramm, coach die dann ein bisschen, ja, führe so in die professionelle Tonstudioarbeit ein, erkläre das ein bisschen. Die fühlen sich natürlich super aufgehoben, weil das ist nicht nur irgendein Kellerstudio mit einem komischen Mikrofon und so weiter, sondern hier werden auch ja, wirklich zeitlose Erinnerungsstücke kreiert und aufgenommen. Und das ist jetzt quasi so, das sind so die Hauptprojekte neben Bands und Musiker und Künstler, die herkommen zum Aufnehmen, aha, was ich in dem Tonstudio betreibe, quasi. Also eine gute Idee, so einfach eine Erweiterung in das Thema Tonstudio als Event sozusagen, ne? Ja, genau. Man kann das quasi unter diesem Oberbegriff hineinfügen. Das Tonstudio als Event, das öffnet sich für ja, normale Menschen, die einfach mal dieses Feeling haben möchten. Ja. Und am Ende, ich habe das sogar noch erweitert mit einem Fotoshooting. Die können sich dann quasi mit mir einen CD-Cover aussuchen und designen. Ich auch, wenn die wollen, einen Bandnamen überlegen. Und am Ende gehen die alle glücklich und zufrieden nach Hause und haben dann eingesungen und nehmen eine CD mit quasi. Alles sehr komprimiert. Bei Bands und Künstlern dauert das ja Monate und Jahre des kreativen Schaffens, bis eine goldene Schallplatte in den Händen gehalten wird. Bei mir geht das dann innerhalb von 2-3 Stunden. Und ja, das ist eine tolle Arbeit. Also auch für mich als Toningenieur, es ist eine komplett andere Arbeit mit Laien zu arbeiten, denen das Ganze beizubringen. Ich muss die auch coachen, mit denen ein bisschen Gesangsübungen machen, denen die Angst nehmen vor dem beißenden Mikro sozusagen. Ich erkläre denen auch etwas von der Technik und so weiter. Und das ist ganz anders als mit Musikern, die dann wirklich sehr Maniacs sind, was die Aufnahme betrifft und natürlich bis ins Detail perfekt aufnehmen wollen, weil die ganz genau wissen, wenn es einmal drin ist, dann ist es nicht mehr änderbar und so weiter. Und für die andere Seite, für Laien, ist das quasi mal was anderes und die nehmen das nach Hause. Genau. Ja, du sagst also eine andere Welt sozusagen im gleichen Raum, aber eine ganz andere Situation. Und ich meine, ja, der Normalfall, wie du sagst, ist natürlich, dass Künstler, dass Bands aufgenommen werden in Studios. Und jetzt dann so Nicht-Künstler, denkst du, das ist etwas, was noch viel intensiver und häufiger angeboten werden sollte, dieses Konzept mit Laien zu arbeiten? Ich sehe an sich, denke ich, eine positive Entwicklung dahingehend. Ich meine, ein Tonstudiobetrieb ist super kostspielig und ich müsste jetzt sehr recherchieren, aber ich gehe mal davon aus, oder ich denke, also meine Meinung ist, dass nicht jedes Tonstudio jeden Tag Künstler drin haben kann, um zu arbeiten, um professionell was aufzunehmen, um denen eben irgendwie, ja, Musik aufzunehmen für diesen Bereich der Kunden. Vieles funktioniert digital auch zu Hause im kleinen Heimrecording-Studio. Und ja, das wird alles viel in Eigenregie gemacht und ein Studio wird dann vielleicht nur benutzt, um das dann zu mastern, also Mastering-Studios. Und es ist ja ein Betrieb, so eines Studios ist eben kostspielig, um einfach diesen Betrieb erweitern zu können, muss man sich ja so eine kleine Brainstorming-Evolution irgendwie drüber nachdenken, was könnte man machen und ja, warum nicht dann auch nicht Musikern diesen Zugang bieten und natürlich zu einem guten Preis, den sich dann die auch leisten können und es ist einfach mal was anderes, ein gutes Event. Und Umkehrschluss, ich mache auch nichts anderes, wenn ich als Musiker auf der Bühne bin, Leute eben kreativ, ich will jetzt nicht sagen bespaßen, aber du weißt, was unterhalten. Ich meine. Unterhalten, genau. Es ist auch eine Form der Unterhaltung. Das Tonstudio wird benutzt. Es ist quasi in Benutzung. Man kann da drin arbeiten und es ist der Kundenstamm ist erweitert. Ja. Ja. Ja.
Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie für Studiomenschen so ein bisschen so das, vielleicht so eine Barriere auch zu überwinden, mal jemand anderen in seine geheiligten Hallen zu lassen. Da ist wahrscheinlich auch ein Punkt. Aber klar, viele werden es so und so sehen. Da gibt es bestimmt viele verschiedene Meinungen zu. Aber vielleicht ist es auch für einige Leute so mal eine ganz interessante Idee, mal irgendwie über so ein Konzept nachzudenken. Kann ja sein. Auf jeden Fall unheimlich interessant. Also ich finde es klasse und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das auch in diesem Bereich dann noch ganz verstärkt weitergeht. Natürlich ist jetzt alles ein bisschen anders, darüber haben wir schon eine Million Mal geredet. Das ist klar. Jeder versucht jetzt gerade irgendwie so das Beste draus zu machen und seine Kreativität, seine Produktivität bestmöglich einzusetzen. Wie ist denn das bei dir jetzt zurzeit? Wie setzt du deine Kreativität ein und wie setzt du das denn momentan im Studio um? Also für mich, um für mich zu sprechen, klar, im Tonschirm, man muss sich jetzt irgendwie Hygienemaßnahmen überlegen und so weiter. Es ist alles reduziert und irgendwo wird auch endlich ein Licht am Ende des Tunnels sein. Für mich oder was wir machen mit meinen eigenen Projekten, meinen Bands, Cornetti Quartett und meinem Nebenprojekt Tape Sessions, da ich bin viel zu Hause kreativ und arbeite vor. Und dann besprechen wir, wie wir unser Programm oder Repertoire erweitern können, bis wir endlich wieder auf die Bühne können. Das wird zurzeit sehr viel kreativ umgesetzt und dann aufgenommen, Videos gemacht. Und ja, um die Finalisierung dann zu machen, dann wird das Tonstudio benutzt, um einfach die Qualität am Ende garantieren zu können. Also was die Abmischung angeht und das Ganze zusammenfügen, das Schneiden und so weiter. Das wird dann hier gemacht. Wir haben jetzt ein paar neue Stücke in der Mache und ich werde in den nächsten Tagen mich hier einfinden und dann den Bass dazu einspielen und so weiter. Ja, das muss dann gemacht werden. Klar. Ja, ich finde es immer gut, wenn man irgendwie breit aufgestellt ist, ne? Dann, wenn man immer so ein paar Joker noch in der Hinterhand hat und dann irgendwie gucken kann, welche Karte man jetzt gerade am besten rausspielen kann, ne? Das bringt, glaube ich, dann noch so auch in so einer Zeit dann einfach noch am meisten. Und ich finde es toll, dass du so viele verschiedene Konzepte hast, so, an so vielen verschiedenen Themen dran bist. Und für alle diese Konzepte und für alle diese Themen wünsche ich dir natürlich alles Gute, ne? Und vor allem auch, dass du natürlich, dass du gesund bleibst, auch deine Family und dass dann auch wieder die Zeit kommt, dass wir uns auch mal wieder persönlich irgendwann treffen können, Ah wenn ja, das freue ich einfach mich. auch alles wieder so klappt, ne? Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank. Klar, das wünsche ich dir auch und kann das nur zurückgeben. Danke dir, Tim, und für die unglaublich tolle Zusammenarbeit mit Cordial. Ebenso. Und danke für den Cordial-Bob. Sehr gut. Immer Den gut habe zu ich nutzen. gestern noch gefunden. Ich habe gedacht, das wäre wieder so ein Sticker-Ding, aber der ist Ja, ja geil. Der ist auf jeden Fall genau. schon in unserem Für unsere Merch-Koffer. Zuseher, das ist so ein kleines Multitool, Ja, du musst das erklären, Ding. Ja. dass wir dann so manchmal beilegen, wenn wir den Leuten ein bisschen was Gutes tun wollen. Ja, Okay, alles klar. ist das so. Also, in diesem Sinne, vielen Dank und alles Gute, Marco. Tschüss. Ciao, Tim, danke.